Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch das neue Zombie Easter Egg zeigen bei Call of Duty Vanguard auf der neuen Karte Terra Maledicta. Und kommen wir nun auch direkt zum ersten Schritt. Wenn ihr dann auf der Map seid, müsst ihr ganz gegenüber vom Spawn erstmal diesen Bereich hier freischalten am Tempel. Aktiviert dazu einfach diese Herausforderung und wenn ihr diese beendet, dann öffnet sich dieser Bereich und ihr könnt dort durch. Nun müsst ihr euch hier davor stellen, ihr seht, da ist so ein Schild, der am Leuchten ist. Und wenn ihr euch davor stellt, Leute, dann kommt erstmal so eine Sequenz, wo jemand redet. Hört euch das Ganze an und wenn ihr euch das angehört habt, dann müssen wir jetzt noch einen Bereich freischalten. Und zwar vom Spawn aus die linke Seite, die müsst ihr nun öffnen, dort wo auch das schneller Nachladen Perk ist. Macht die Mission und öffnet den Bereich und dann lauft den gleichen Weg wie ich. Also lauft einfach hier geradeaus durch bis zum Ende. Ihr seht schon auf der Minimap dieses Perk-Symbol. Dann habt ihr hier dieses grüne Perk, Leute, zum schnellen Nachladen. Und genau gegenüber ist eine sprechende Rune, Leute. Ihr geht zu dieser Rune und interagiert damit. Und dann dauert das eine ganze Weile, bis dieser Dialog vorbei ist. Und wenn dann am Ende der Dialog hier vorbei ist, dann öffnet sich links ein Portal. Durch diesen geht ihr und ihr fangt an mit der ersten Easter Egg Mission. Und zwar ist die erste Mission einfach eine Reinigungsmission. Müsst ihr ganz normal wie sonst auch immer einfach 10 Runen sichern jetzt und dann seid ihr erstmal fertig. Wenn ihr das dann beendet habt, dann werdet ihr wieder zurück teleportiert. Und als nächstes müsst ihr dann vom Spawn aus gesehen hier die rechte Seite freischalten. Aktiviert die Mission, beendet sie und schaltet den Bereich frei. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann müssen wir nun das Schild auffüllen, was am Tempel steht, was ich euch am Anfang schon gezeigt habe. So, diesen füllt ihr, indem ihr 4 Kristalle abschießt und ich zeige euch jetzt, wo die einzelnen Kristalle sind. Der erste ist genau hier links an der Wand, Leute, den schießt ihr einmal ab. Und wenn ihr die Kristalle abschießt, dann seht ihr so einen gelben Strahl bzw. so eine gelbe Seele, die dann in Richtung des Schildes fliegt. So, die anderen Spots zeige ich euch auch. Das nächste ist hier genau gegenüber, Leute. Schild Nummer 3 ist rechts davon. Und das letzte Schild seht ihr hier auch, das ist am Spawn oben an der Decke. So. Wenn ihr dann nun alle 4 abgeschossen habt, dann hört ihr wieder einen Dialog am Schild. Und unser nächster Schritt wird sein, dass wir noch ein Portal öffnen. Hierzu geht den Weg, den ich gehe, einfach hier entlang vom Schild aus. Lauft hier durch. Durch diesen Raum, Leute. Und ihr seht direkt schon den nächsten sprechenden Runenstein hier links. Jetzt müsst ihr wieder etwas warten, bis dieser Dialog hier vorbei ist. Und wenn der dann zu Ende gesprochen hat, dann spawnt hier auch direkt ein grünes Portal. Mit diesem müsst ihr interagieren und ihr landet bei der zweiten Easter Egg Mission. Diese ist eine ganz normale Opfermission. Ihr seht da links habt ihr diese Leiste, wo steht Schild geladen. Und dieses Schild lädt ihr einfach, indem ihr hier diese Opfermission macht. Also einfach diese Runen hier schützt und die Zombies tötet. Nach und nach lädt sich das dann auf, Leute. Und ich würde euch hier empfehlen, nehmt euch schon mal ein paar Perks mit oder eine gepunchte Waffe auf jeden Fall, damit das leichter wird. Weil hier kommen dann auch eine Menge Zombies auf euch zu. So, wenn ihr die Mission dann beendet habt, dann werdet ihr wieder zurück teleportiert. Dann müsst ihr hier zum Tempel gehen, da wo dieser Schild hier war. Und nach einer kurzen Zeit wird dieses Schild hier runterfallen und ihr könnt es dann aufheben. Mit diesem Schild könnt ihr einfach ganz mal mit Linksklick den Gegner stoßen, was sehr wenig Damage macht. Und mit Rechtsklick macht ihr so eine Welle, die die Zombies tötet und sogar diese Bosse hier betäubt. Und diesen Angriff könnt ihr nur alle 90 Sekunden ausführen. Als nächstes geht hier von dieser Position aus, wo das Schild war, nach rechts und öffnet diesen Bereich, damit wir zum dritten Portal können. Wenn dieser Bereich dann nun offen ist, Leute, dann lauft hier geradeaus durch und rechts seht ihr schon diesen Perk-Automaten, der leuchtet so blau und links davon hier an dieser kleinen Brücke habt ihr den nächsten Runenstein. Mit dem interagiert ihr wieder und diesmal dauert das natürlich wieder eine ganze Weile, bis dann der Teleporter spawnt. Dann geht in diesen Portal rein, denn das ist jetzt die letzte Mission, um das Easter Egg abzuschließen. Wenn ihr dann hier seid, dann seht ihr in der Luft diese rote Kugel und da habt ihr dann 4 Abzweigungen, Leute. Ihr müsst zu jeder dieser Abzweigungen gehen und dort habt ihr dann so Hände an der Wand. Jetzt müsst ihr euren Schild rausholen und daneben mit eurem Rechtsklick dann einmal interagieren und einen Teil habt ihr dann kaputt gemacht.
Das Ganze wiederholt ihr natürlich mit den restlichen dreien und nicht vergessen, Leute, das dauert so um die 90 Sekunden, bis ihr die Attacke mit dem Rechtsklick mit dem Schild wieder einsetzen könnt. Wenn ihr auch den letzten Arm an der Wand kaputt gemacht habt, Leute, müsst ihr nur noch die restlichen Zombies alle töten. Und nachdem ihr alle Zombies getötet habt, spawnt dann erneut ein Teleporter. Geht hier hoch zu diesem grünen Teleporter, Leute. Und neben diesem Teleporter ist auch erstmal so ein Heft in diesem roten Kreis. Interagiert damit, nimmt diese Folienseite, geht durch den Teleporter. Und wenn ihr dann auf der anderen Seite seid, habt ihr das Easter Egg geschafft. Ihr seht, dass jetzt einfach Loot spawnt. Da fällt immer einfach Loot vom Himmel, ein paar Waffen und ihr habt da Kisten auf dem Boden. Und das ist auch schon das ganze Easter Egg. Es gibt keinen Bossfight, das ist einfach nur so halt Loot für euch und eure Kumpels. Und ja, es ist zwar ziemlich langweilig, Leute, aber für all die, die es trotzdem machen wollen, hoffe ich, dass ich ihnen mit diesem Video weiterhelfen konnte. Falls ja, lasst doch ein Like da, Leute, schreibt mir in die Kommentare und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das gern an dieser Stelle ändern und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.